Erstmal moin und herzlich willkommen zurück. Ihr habt mich lange nicht mehr gesehen, aber ihr habt mich dennoch wiedererkannt. Ich freue mich, dass ich euch jetzt wieder berichten kann und die letzten Wochen ist einiges passiert. Wir berichten quasi über 8 Wochen volles Training oder besser gesagt über den kompletten 2. Block. Und das größte Highlight war, dass man seit Mai wieder schwimmen kann. Man kann schwimmen im Schwimmbad, man kann im Freibad schwimmen oder so wie ich das aktuell tue im See. Und ja, zum Schwimmen lässt sich vielleicht sagen, ich merke, dass ich weder Zugseiltraining gemacht habe, noch irgendwo anders die Möglichkeit hatte, schwimmen zu gehen. Aber es wird von Woche zu Woche besser und ich bin da zuversichtlich, dass wir am 29.08. die 1,9 Kilometer irgendwie gut überwältigt bekommen. Rad- und lauftechnisch war das so, dass im Mai viel V2 Max noch trainiert wurde, einfach damit der Motor noch wächst. Und da sind wir jetzt quasi ein bisschen darauf hingearbeitet, dass wir ein bisschen den Körper ökonomisieren, dass wir halt dem Körper beibringen, worauf kommt es halt im Wettkampf an. Wir machen beim Laufen viel in Wettkampfgeschwindigkeit, viele Tempo-Dauerläufe, einfach damit ich halt weiß, was am Ende auf mich zukommt. Dann haben wir gekoppelt und auf dem Rad bewegen wir uns viel im Sweet-Spot-Bereich. Wir wollen aber dennoch nicht so kleine Spitzen immer mal wieder setzen. Das heißt, irgendwo auf dem Rad fahre ich ein paar Sprints einfach, damit ich da mal mich voll ausbelaste. Oder ab und zu gehen wir doch noch mal kurz in den Wald an den Berg und bringen einfach meinen Körper an die Grenzen, damit halt die Grundgeschwindigkeit sich immer noch weiter erhöht, weil das ja bei mir immer noch so ein Grundproblem, dass mir einfach beim Laufen die Grundgeschwindigkeit fehlt, dass wir da arbeiten, dass ich da am Ende vielleicht einen Halbmarathon in 1,20, 1,25 laufen kann. Als Highlight gab es dann noch ein Radrennen, ein paar ich mal auf dem Airport Race, war richtig geil, da gibt es dann auch ein paar Aufnahmen gleich. Vom Feeling her fühlt sich das einfach gerade so an, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass sich das lohnt und ich fühle mich fit. Wie es beim Radrennen war, das zeige ich euch jetzt. Jetzt schon Platten, was sagst du? Das ist kein gutes Omen fürs Rennen, würde ich mal sagen, ne? Aber lieber jetzt als später, ne? Ja, Radrennen. Was soll ich sagen, war geil mal wieder einen Wettkampf zu machen. Radrennen, back to the roots. Ich denke, es war eine gute Vorbereitung. Das, was ich mir vorgenommen habe, hatte ich eigentlich alles so gut wie erreicht. Ich wollte viel von vorne fahren, viel kontrolliert. Hat alles soweit geklappt. Ergebnis war zweitrangig, beziehungsweise ich bin halt für meinen Teamkollegen Maxi gefahren, der mich ja im Training unterstützt und ich wollte das so ein bisschen nutzen, ihm da mal was wiederzugeben. Leider hat es halt am Ende auch nicht gereicht. Es ist halt ein Wettkampf, der ist meistens unvorhersehbar. Sieht man ja jetzt aktuell auch bei der Tour de France. Aber es hat Spaß gemacht und wir sind auf dem richtigen Weg.